So, liebe Hörer, jetzt wundert er sich, hä? Christmas Day? Also bis zu den Heiligen Drei Königen können wir ruhig Weihnachtsmusik machen. Das ist der Sören Schnabel, der den Song singt. Schönen guten Abend, Sören. Schönen guten Abend. Hi, na, wie geht's dir? Gut, ich höre dich sehr leise. Frohes Neues. Ja, dir auch ein frohes Neues, ne, in deiner Familie. Dankeschön. Ja, Mensch, wir haben ja schon lange nicht mehr gehört voneinander, so, ne, als in unserem Interview. Ja, es müssten jetzt schon ein paar Jahre wieder her sein. Ja, das 2-3 Jahre bestimmt, denke ich mal. Ja, 2 Jahre auf jeden Fall. Ja, Sören, du bist ja auch, wie gesagt, wir haben nicht mal von dir gespielt, gerade Christmas Day. Und jetzt ist ja mal die Frage, singst du heute auch noch Weihnachtslieder? Ja. Ja? Ja. Mhm, schön, schön. Aber du bist Sänger und Plattenproduzent, ne? Ja, ich bin Musikproduzent und Sänger, genau wie mein Vorbild Dieter Bohlen. Ah, Dieter Bohlen, da hast du ja auch alle Staffeln gesehen von DSDS und Supertalent. Fast, ich hatte sogar Leute aus den Castings im Studio, das war eine sehr interessante Erfahrung seit 2003, seit 2002 sogar schon, und einer singt jetzt ganz erfolgreich bei den Spaceballs, oder Baseballs, so heißen die. Baseballs, genau. Hm. Ja. Also eine sehr gute Erfahrung, und ich bin auf jeden Fall castingaffin. Ich würde natürlich auch gerne mal in der Jury sitzen, aber bislang kam es nicht dazu. Na, da sind wir schon mal 2, ne, in der Jury. Ich mach mit in der Jury. Ja, genau, als Schlagerkönig. Genau, so sieht's aus. Ja. Aber ganz ehrlich, du bist jetzt, also wir kommen ja gleich zu dem Eigentlichen, aber du bist Sänger und Plattenproduzent. Wie wird man das überhaupt? Hast du das gelernt irgendwie? Ach, nee, ich bin früher mit meinem Bruder immer nachts, haben wir uns zum Klavier geschlichen. Und da hat er mir so Songs von diesen Comic-Helden vorgespielt, von Snoopy und. Und mein Bruder war schon sehr versiert auf dem Klavier und da habe ich das praktisch gelernt, so die ersten Melodien. Und nach ungefähr 1-2 Jahren habe ich selber meine ersten Melodien komponiert auf dem Klavier. Und da war ich so vielleicht 8 oder 9. Mit 5 oder 6 hat er mir halt immer nachts davor gespielt. Unsere Eltern haben geschlafen. Wir wohnten damals an der Nordsee, kann man sagen, oder an der Elbe, in so einer größeren Villa. Sind dann irgendwann später nach Hamburg gezogen. Aber das war echt gut, weil meine Eltern konnten die mieten. Mein Vater hat einen ganz guten Job und der ist zur See gefahren und so konnten wir uns da auch ein Klavier leisten. Okay, hast du aber noch einen anderen Beruf oder gleich in der Musik gegangen? Nee, ich war die ganze Zeit in der Musik. Ich habe ja auch Musik studiert. Oder wie meinst du jetzt, mein Vater? Nee, du jetzt selber. Nee, ich hab Musik studiert, auf Diplom. Also ich habe ein Musikdiplom gemacht an der Musikhochschule hier in Hamburg und wir sind damals nach Hamburg gezogen, weil mein Bruder und ich fast zur gleichen Zeit angefangen haben, bei der Musikhochschule zu studieren. Er noch an der Uni und ich nur an der Musikhochschule. Aber das war eine lange, teilweise schöne, teilweise auch anstrengende Zeit, aber ich habe mein Diplom geschafft. Schön. Kommst du gar nicht? Ich dachte, du wohnst da schon immer, du bist ein richtiger Hamburger. Nein, ich komme ja ursprünglich von der Nordsee, so, also von der Elbmündung, das nennt man Brunsbüttel, das Dorf. Oh. Also ich sag mal, es ist schon eine kleine Stadt, ne? Die haben schon so 15.000 Einwohner, aber damals, wo ich da aufgewachsen bin, war das noch wie ein Dorf. Nun, jetzt bist du in Hamburg und Hamburg scheint irgendwie eine Zentrale zu sein für komische Wesen da bei euch. Ich weiß nicht warum. Mein ganzes Leben lang so etwas noch nicht beobachtet. Wir kaufen öfters ein im Supermarkt. Und oftmals auch bei Lidl, das ist also einer der Ketten, wo wir einkaufen. Manchmal gehen wir auch zu, wenn wir jetzt schnell was brauchen, zu Aldi oder Netto, das kennst du ja selber. Ja, klar. Wenn man was nichts anderes um die Ecke hat, ne? Mhm. Manchmal, ich gehe auch ganz gerne in den Tante-Emma-Laden, also es muss keine große Discounter-Kette sein. Verstehst du mich noch? Ja, ja. Und es war 2017 keine so leichte Zeit für mich, weil ich habe mich auch beruflich anders orientiert und habe auch in anderen Bereichen gearbeitet als der Musik, auch unter anderem im Vertrieb. Und ich bin an dem Tag, waren wir so nachmittags auf dem Lidl-Parkplatz angekommen und es hat mich schon immer geärgert, weil auf dem Lidl-Parkplatz musste man dann Geld abdrücken und wurde kontrolliert. Das ist seit 1-2 Jahren so. Da verdient wohl eine Parkplatzfirma mit dran.
Aber an dem Tag war also, hatte ich gar nicht die Scheibe reingelegt und auch gar nicht dran gedacht, dass wir da irgendwie Parkplatzgebühren zahlen müssten. War auch gar nicht einkaufen. Also meine Frau war drin, die Kati, und unser Sohn schlief im Auto und ich saß im Auto mit Fensterscheiben geöffnet. Und unser Hund war auch hinten im Auto. Und dann stieg ich plötzlich aus und hab also um die Ecke geguckt und da kamen zwei, ich würde mal sagen, Menschen auf mich zu, die aber völlig anders liefen, völlig anderes Bewegung hatten und auch völlig, also praktisch eigentlich, wenn man auf den ersten Blick nicht, aber auf den zweiten Blick hingeguckt hat, völlig anders aussahen. Und es war auf, also ich habe normalerweise spürt man ja so eine zwischenmenschliche Sache, also dass man irgendwie was spürt, so das ist ein Mensch, aber als die beiden an mir vorbeigingen, haben sie auf einmal über mich und meinen Job geredet, den ich gemacht hatte im Vertrieb. Und da hatte ich, glaube ich, für die Telekom gearbeitet. Und darüber haben sie geredet. Und zwar nur, als sie an mir vorbeigingen. Das Komische an den beiden Personen war, dass der Mann und die Frau genau die gleiche Kopfform hatten. Also ziemlich große, lange Köpfe. Ich würde sagen, auch sehr dünn, die beiden. Und der Mann sprach nicht, nur die Frau sprach. Also der Mann murmelte irgendwas, als ob er gar nicht sprechen könnte. Aber es waren auch keine Zwillinge und die Kopfformen waren identisch. So, und jetzt ist es so, ich habe mich ein bisschen beschäftigt damit und ich habe auch mit Forschern gesprochen, nachher am Telefon. Ich habe auch eine Serie gemacht dadurch. Also die heißt jetzt Aliens in Hamburg. Die gibt's auch auf YouTube. Also ist einiges dadurch passiert. Also ich sag mal so, für mich waren es auf jeden Fall keine Menschen, weil ich bin der Meinung, ich kann das auch erkennen. Es war auch komisch wegen dieser identischen Kopfform. Was meinst du denn dazu? Also ich würde jetzt direkt denken, vielleicht ist irgendwo so Fasching gewesen, dass da sich so verkleidet haben. Leider nicht. Sie waren nicht verkleidet, Jens. Also war ganz, ganz komisch und also seit dem Tag hat sich vieles auf jeden Fall verändert und ich habe ja mich viel damit beschäftigt und ich bin eigentlich immer noch geschockt, aber im Moment bin ich so drauf und dran zu sagen, okay, wenn das jetzt wirklich Aliens gewesen sind, die ich da gesehen habe, dann hat es mir gut getan, weil man sagt ja so, dass es auch Spezies gibt im Weltall, also so habe ich gelesen im Internet, die einem den Rücken stärken, also die dem Menschen Gutes tun. Okay. Also ich habe mich wirklich viel damit beschäftigt. Okay. Also und ich habe auch mit einem Forscher gesprochen, mit Dr. Carsten Kruschel aus Sachsen, glaube ich, kommt der. Und der hat auch gesagt, also es ist nicht abwegig, es könnte angehen. Okay. Und der hat auch über, weil ich gesagt hatte, ja, die Frau sprach Deutsch, aber ziemlich schnell, hat er gesagt, ja, die, es gibt also, man sagt, Außerirdische können den Google-Übersetzer komplett aufnehmen und damit praktisch ihre Sprache in jegliche Sprache übersetzen. Ja, ich meine, ist gut. Ich meine, wir sind zwar auf dem Planet Erde, aber es gibt ja vielleicht auch andere Planeten. Man weiß ja nicht, was da jetzt so wirklich ist. Also, lieber Jens, ich will nichts Falsches sagen, ich glaube persönlich, ganz fachmännisch, auch das, was ich habe ja viele Videos gesehen, auch im Internet danach, ich habe mich danach viel mehr damit beschäftigt. Und das Komische daran fand ich ja, dass sie über den Job, den ich gemacht habe, über die Tätigkeit gesprochen haben. Und nur als sie an mir vorbeigingen, als ob sie sich auch so ein bisschen mokiert haben darüber. Aber ich sag mal, nicht lustig gemacht, so ein Hinweis darauf, wir sind es. Das ist jetzt sozusagen unser Erstkontakt mit dir, Sören. Wir sind es praktisch, ne? Du hast das und das gemacht, wir wissen alles über dich. Das heißt also, praktisch haben sie mir mitgegeben, die sind uns überlegen. Es sind vielleicht auch Menschen oder Menschen, die praktisch, zum Beispiel Stephen Hawking oder andere Wissenschaftler sagen ja auch, auf anderen Planeten, es müsste logisch sein, dass die zwei Beine haben, zwei Arme, praktisch auch menschlich, humanoid, so nennt man das, aussehen können. Und das Fantastische finde ich ja, wenn die alles über uns wissen, wissen die ja praktisch über jeden Menschen Bescheid. Nur hoffe ich natürlich, dass die wirklich Gutes wollen. Und bisher ist nur Gutes eingetreten dadurch. Aliens in Hamburg, die Serie auf YouTube läuft wirklich, wir haben über 4000 Klicks auf den ersten Folgen. Das ist gigantisch. Ja, auf jeden Fall. Weil man denkt mal, was, wie jetzt was? Was ist los jetzt? Was habe ich jetzt getrunken oder so, ne? Nein, ich bin lebe sehr gesund. Ich
esse jeden Tag Obst, frisches Obst, im Moment auch diese Physalis. Ich habe keine übrigens, also meine Frau war erkältet, unser Sohn war erkältet, unser Hund hatte, glaube ich, auch ein bisschen Schnupfen. Ich habe nach dieser Begegnung mit den Aliens kein Schnupfen mehr gehabt. Das fand ich auch ein bisschen komisch. Ja, das ist wirklich komisch. Das ist wirklich komisch, wirklich. Normalerweise früher habe ich meine Erkältung bekommen. Ja. Nach dieser Begegnung, das ist jetzt, sagen wir mal, zweieinhalb Monate her, habe ich kein, also ich war nicht mehr krank, gar nichts. Und ich habe auch eine ganz andere Energie bekommen. Aber ich meine, wenn sie jetzt da waren, die müssen doch von irgendwo herkommen. Da müssen doch irgendwie eine fliegende Untertasse sein oder irgendwas. Irgendwie. Also meine, ich habe auch mit meinen Eltern gesprochen, meine Mutter, die sag mal, hat eigentlich so nicht so sehr daran geglaubt oder beschäftigt sich sehr viel mit politischen Themen auch, mit weltpolitischen Themen und ist da auf jeden Fall sehr, sehr beflissen, dass sie das auch alles aufsaugt sozusagen. Also sie beschäftigt sich auch mit dem Weltgeschehen und sie sagte, sie glaubt, dass die, wenn die jetzt da gewesen sind, sich auch wieder wegbeamen konnten, also aufgelöst haben. Praktisch, also es muss ja Materie sein, oder dass sie einfach dann wieder ins Raumschiff, also in ihr UFO gestiegen sind. Naja, aber ich meine, das waren wohl diese, ja, man sagt Lichtgestalten, außerirdische Aliens, das ist ja eigentlich unbekanntes Flugobjekt, womit die reisen, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber man sagt ja, die reisen in diesen UFOs, die sind ja teilweise schon abgestürzt, ich habe ja schon Aufnahmen gesehen, wo die abgestürzt sind, auch Area 51. Aber wenn das wirklich Aliens, guck mal, und wir haben jetzt dieses Interview und wir haben ja vorher drüber gesprochen und du hast ja auch selber gesagt, du glaubst nicht so. Ich glaube nicht so wirklich an diese ganze Sache irgendwo, ich weiß auch nicht. Weil wenn das, ich sag immer, man hat so auch im Fernsehen, ARD, ZDF und wie sie denn alle heißen, nichts gehört davon. Das wäre doch irgendwo phänomenal. Warum? Ja, nee, es ist auf jeden Fall phänomenal, dass wenn das jetzt Aliens gewesen sind, was ich, also ich schätze das mal so ein, weil ich ja genau geguckt habe und das, was ich halt komisch fand, war halt, dass sie da alles wussten, als sie an mir vorbeiging und dass sie halt diese identische Kopfform haben. Und da sagte der Forscher auch, das könnte auf jeden Fall ein Indiz sein, wenn das humanoide Aliens gewesen sind, dass es Außerirdische waren. Also das hat er ganz deutlich gesagt. Er war natürlich auch ein bisschen skeptisch und er sagt auch, ich muss skeptisch sein, aber er hat es auf jeden Fall ernst genommen im Telefonat. Ich meine, der hat einen Doktor, der hat ja diese Wissenschaft studiert, ne? Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Ich kenne diesen Mann nicht. Wie bitte? Den Mann kenne ich jetzt nicht. Also ich glaube dir dazu. Ja, weil ich nehme das sehr ernst, das Thema. Also das ist nicht, also ich habe mit vielen gesprochen und da haben die gesagt, naja, wie sahen die denn aus? Wie Aliens, haha. Sag ich, nee, aber Mann und Frau hatten ein und dieselbe Kopfform und es waren keine Zwillinge. Und da sind vielen wirklich die Kinnlade runtergefallen. Und diese Begegnung, guck mal, wenn wir jetzt zweimal Jens haben, dann also ist das der eine ist geklont oder ihr seid Zwillinge, aber du hast ja keinen Zwillingsbruder. Jetzt stell dir mal vor, es taucht auf einmal der gleiche Jens auf. Da denkst du wirst wahnsinnig. Ja, auf jeden Fall. So, und das war die gleiche Kopfform. Das heißt, wenn es jetzt eine Spezies gewesen ist aus dem Weltall, dann haben die wahrscheinlich Mann und Frau dann diese gleiche Kopfform und dann haben die wahrscheinlich alle, sehen alle sehr ähnlich aus. So, und das ist für mich einfach ein Indiz gewesen. Und ich habe das auch meiner Frau gesagt und die hat es auch ernst genommen. Ja, klar, meine, wie gesagt, also ich weiß ja nicht, dass wir der einzige Planet sind, wo nur Menschen sind. Vielleicht gibt es ja wirklich auf anderen Planeten hinaus so ein Leben, nur in anderer Form, wie sie aussehen halt, ne? Ja, oder es sind halt, wie gesagt, humanoide Wesen, die einfach herkommen, wenn sie merken, ich meine, bei mir 2017 lief wirklich nicht so gut, weil ich habe halt in verschiedene Richtungen, in verschiedene Firmen reingeschaut, also ich würde mal sagen, ich hatte über 50 Vorstellungsgespräche mit mindestens 30 Probearbeiten und teilweise habe ich auch Gehälter bezahlt bekommen, weil ich wollte einfach mal wissen, wie es in anderen außerhalb der Musik jetzt, wie es dazu geht. Und ich muss sagen, ich war teilweise sehr verärgert, weil auch Leute teilweise versucht haben, den Preis, also auf Dumping, den Lohn zu drücken. Und also da habe ich auch schon zu meiner Frau gesagt, also teilweise hätte ich da wirklich Leute an den Hals springen können, ne? So wie war ich. Weil es einfach nicht geht. Man kann einfach nicht als Firma sagen, okay, wir haben hier, wir haben großes Interesse an zum Beispiel Herrn Schnabel, so heiße ich. Und man muss sich doch auch informieren, Mensch, dieser Typ, der hat seit 12 Jahren die Selbstständigkeit in der Musik
und produziert da. Also der hat ein unheimliches Wissen auch angehäuft, auch wie er mit Leuten umgeht. Ja, ich hatte ja auch Promis hier. Ich habe ja auch mit genauso wie du mit Promis zu tun. Mhm. Und ich kann einfach mit Menschen gut umgehen. Mhm. Jedenfalls bin ich sehr, sehr freundlich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Art von meinem Vater habe, weil mein Vater ist eigentlich, wenn er so frisch auf Leute trifft, ist er ein Gentleman. Hm. Haben auch viele zu ihm gesagt und ich glaube schon, dass ich echt ein Gentleman sein kann, dass ich zum Beispiel jetzt eine Filiale führen kann und. Okay. Und dann ging es dann in den Gesprächen immer um den Lohn und da habe ich gesagt, okay, ab 15 Euro aufwärts, das ist ja okay, ne, wenn man jetzt Filialleiter ist. Und dann wurde immer gedrückt, du kennst es doch selber. Ja, klar. So, und wahrscheinlich deswegen haben sich irgendwann die Aliens gesagt, wir haben jetzt die Schnauze voll, Herr Schnabe, also Sören, der ist so ein netter Typ, der gibt sein Bestes, der geht... Bist du noch dran? Ja, ich hör zu. Der geht überall hin, der arbeitet da, gibt alles, ist ein Top-Mitarbeiter. Wir zeigen das jetzt mal, dass er sogar so gut ist, dass er mit uns Kontakt aufnimmt. Und meistens geht es ja über telepathische Linien, also dieser Kontakt geht über die Telepathie. Ja, ist klar. Aber hast du denn eigentlich, also als du es dann gesehen hast, hast du eigentlich Fotos gemacht denn? Leider nein, das war so, ich stand draußen auf diesem Parkplatz bei Lidl, also bei diesem Discounter. Und da habe ich mich umgedreht und ich hatte mal eine Begegnung in der Ostsee, da bin ich als 12-Jähriger rausgeschwommen und mein Vater hatte vorher gesagt, es gibt keine großen Fische da. Mhm. Und ich habe gesagt, Papa, ich glaube dir das nicht so ganz so. Es gibt doch Fische da draußen, die größer sind als 2 Meter. Und er sagte, ach was, da gibt es nicht so groß, ganz ruhig rausschwimmen. Und ich bin an diesen Tage extra weit rausgeschwommen, um das auch mal zu wissen. Und es war auch leichtsinnig. Ich war 12, ich konnte gut schwimmen, aber mein Vater war nicht mitgekommen und hat gesagt, ich meine, ich war ein guter Schwimmer. Ich hatte da schon Gold gemacht. Aber ist trotzdem natürlich für einen 12-Jährigen weit rauszuschwimmen, wenn du einen Kilometer rausschwimmst. Ne? Ja, ist klar, ja. Und dann war ich so 600 Meter rausgeschwommen und ich wollte eigentlich bis zum Kilometer, also 500, 600 Meter ist schon viel, wenn du rausschwimmst. Oh ja. Also du siehst den Strand dann aus der Ferne, ne? Ja, auf jeden Fall. Und das war schon diese 10 Meter Kante da, auch Ostsee, also das war bestimmt 10 Meter tief da. Mhm. Es war sehr warm, es war ein lauer Sommertag 1994, ein sehr schöner Urlaub und dann habe ich auf einmal so einen riesen Schatten gesehen und der Schatten war mega groß und ich dachte, an den Weißen Hai, weil ich hatte so ein bisschen mit meinem Bruder mitgeguckt, diesen Film, Weißer Hai, kennst du ja wahrscheinlich auch. Die haben sich vor kurzem in den Bach alle 3 Teile. Ah, siehst du, ja, dann bist du ja, da habe ich gesehen, dass die Leute, die Panik bekommen haben, sofort gefressen wurden. Habe ich gedacht, echt, keine Panik, wenn das jetzt wirklich ein Hai ist, der will nur schnuppern, also der will nur spielen, will nur spielen, ne? Genau. Und die docken ja an. Ich habe dann also wirklich was gespürt unter meinen Füßen, was sich langzog. Und dann auf einmal ging es nach oben. Und dann war ich irgendwie, ich war also in Todesangst, habe mir fast in die Hosen gemacht. Und ich glaube, ich habe sogar ein bisschen ins Wasser geschifft, würde ich mal sagen. Als Kind ist das ja nicht so schlimm, aber ich habe da wirklich reingepinkelt in die Ostsee. Okay. Weil du hast ja Schiss, ne, wenn da auf einmal ein Hai unter dir rumschwimmt. Ja, klar. So, und dieses Erlebnis trug ich also bis zum heutigen Tag. Ich glaube, der Hai ist bestimmt schon verstorben, aber der Hai dockte dann an und also schob mich hoch praktisch über die Wasseroberfläche, zog weiter und nach, sagen wir mal, einer Minute war nichts mehr unter meinen Füßen zu spüren. Ich habe kurz ausgeharrt im Wasser drin, hab gedacht, Mensch, du hast mich nicht gefressen. Ich habe aber auch zu Gott gebetet. Ich muss sagen, ich habe das Vaterunser damals schon gekonnt, weil ich als 12-Jähriger schon Trompete in der Kirche sonntags gespielt habe. Und dadurch habe ich dann das Vaterunser im Kopf aufgesagt. Ich habe natürlich auch nichts gesagt, weil hätte ich was gesagt, ich weiß nicht, ob der Hai mich verschont hätte. Ganz einfach, wenn er gewollt hätte, dann hätte er mich dort alle gemacht. Ja, und genauso war es auf dem Lidl-Parkplatz. Ich glaube ganz fest daran, dass es außerirdisch gewesen sind. Bisher hat die Regierung sich noch nicht bei mir gemeldet. Es gab einen Biotechnologe aus Berlin, der wollte mit mir schreiben, der wollte mit mir telefonieren. Ich sage, nein, ich habe nämlich einen Kumpel, der managt auch Sachen für mich, nur über den. Weil ich habe natürlich auch ein bisschen Angst, dass ich weiß ja nicht, ob nachher die Regierung das schon wissen. Aber ich kann davon ausgehen, dass vielleicht die zum Beispiel Regierung oder die Amerikaner schon wissen, dass es Außerirdische gibt. Und jetzt neulich, es kamen so viele Alien-Sachen und UFO-Sachen nach meiner Begegnung, die es vorher nicht gab. Okay. Und auf einmal sagen die ja, das Pentagon hat 22 Millionen ausgegeben. Das machen die ja nicht ohne Grund. Ist klar. Ich, so nach dem, was ich mit dem Hai erlebt habe in der Ostsee, weil es war wirklich ein Haifisch, nach dem, was ich auch gelesen hatte,
dieses Erlebnis glaube ich, dass ich auch hier richtig liege. Mhm. Dass es Aliens waren. Schauen wir mal. Also was 2018 so alles noch kommt, ne? Ich meine. Ja, ich weiß auch nicht. Also meine Frau und ich wollen noch also einen Zuwachs. Und wir wollen haben auch eine Tochter für unseren Sohn, dass er auch einen Spielkameraden hat. Mhm. Und wie gesagt, ich habe natürlich auch Angst irgendwie, auch um meine Familie. Ich glaube inzwischen, dass die Aliens nicht böse sind. Mhm. Weil sonst hätten sie ja da schon was machen können. Ja klar, die hätten euch alle umnieten können in Hamburg. ich sag's mal ins Böse. Also ich sag mal so, weil ich habe noch... meine Frau fragt gerade, wie war das Interview? Wir sind noch gerade dabei. Also umnieten, ich denke nicht, weil wenn die jetzt humanoid sind, lieber Jens, dann haben die ja nur eine höhere Technologie. Und erst war ich so drauf und dran, kennst du den Film Hexen, Hexen mit der Oberhexe? Nee. Kommt die nachher mit Laser und die eine Hexe verbrennt, also die brennt dann auf und die kann ja zaubern. Die ist ja die schlimmste Hexe in ganz England und will die ganzen... Kinder da vernichten und die sind ja da im Hotel mit diesem Mr. Bean, Rowan Atkinson, Schauspieler. Ja, der ist bekannt, ja. Ja, genau. Oh, ich liebe Mr. Bean. Ich bin ein großer Fan von dem. Ich habe erst gedacht, vielleicht haben die Fähigkeiten einer Oberhexe, aber wenn sie menschlich sind, dann bestehen sie vielleicht aus Fleisch und Blut und sind diese Materie, aus der wir bestehen, die lässt eigentlich nicht zu, wo jetzt ein Laser, dass aus der Hand ein Laser rauskommen kann. Also das glaube ich persönlich nicht. Ich glaube, wenn die so weit sind, dass die auf jeden Fall eine viel höhere Technologie haben, also viel bessere Raumschiffe, wir haben ja Raketen, vielleicht haben wir schon Raumschiffe und wissen das noch gar nicht. Ich meine, die Amis, die bauen ja daran rum, die basteln vielleicht auch. Vielleicht, man sagt ja auch, es gibt Tall Whites, es gibt verschiedene Spezies. Aber ich bin mal gespannt, was nach diesem Interview alles kommt. Wie viele Leute sich melden und sagen, sie haben auch Aliens gesehen. Also ich bin auf jeden Fall jetzt in Deutschland der einzige Musikproduzent, der Aliens auf dem Lidl-Parkplatz gesehen hat. Immerhin. Und aber ganz kurz noch mal, bevor wir gleich Schluss machen. Du hast ja gesagt, sie haben gleiche Köpfe, Mann und Frau, alles so. Aber was hatten die denn genau an? Also es sah ein bisschen so aus nach Kleider, Altkleiderspende. Weißt du, wenn du so schnell Kleider überziehst, weil es kann natürlich sein, dass sie aussehen wie grüne Marsmännchen, aber sich dann irgendwie eine Maske, so es gibt ja auch diese Alien-Masken, kannst du ja bestellen auf Amazon. Genau. Ja, dass wir Menschen könnten diese Alien-Masken rüberziehen und die haben vielleicht Masken, die sie sich im Weltall in irgendeinem Shop bestellt haben, was weiß ich, oder die sie gebastelt haben, dass sie dann aussehen wie Menschen, aber darunter sind es die Aliens und deswegen diese identische Form des Kopfes. Und für mich ist es, also eigentlich wollte ich damit gar nicht an die Öffentlichkeit, aber ich dachte, warum nicht? Warum, wenn mir schon, ja, da Aliens begegnen oder diese Wesen aus dem Weltall, dann warum soll ich nicht darüber reden? Ja klar, auf jeden Fall. Bin ich heute der allererste hier im Radio, der zum Thema interviewt hat? Ja, natürlich, du bist der allererste und ich finde es auch toll, dass du sich dem Thema angenommen hast. Also ich habe mich erst ein bisschen schwer gehabt, muss ich mal sagen. Wie gesagt, also ich habe dir ja mal geschrieben, ich meine, es gibt Religion und das ist klar, es gibt auch ein außerirdisches Leben irgendwo, aber ich habe immer nicht so wirklich dran geglaubt an diese ganze Sache, bin ich ehrlich. Und es hat auch nichts mit dir zu tun. Also mein Schwager zum Beispiel, der guckt Star Wars, Star Trek und macht da sonst was mit und ich sage immer auch Blödsinn. Na, also ich sag mal so, natürlich, Star Wars ist ein Film, aber es kam mir ja auch vor wie ein Film. Und ich glaube einfach, dass wir Menschen dann zu sehr in Film denken. Nur, dass ich da direkt sowas erlebe, weil es spielte sich vor meinen Augen ab wie ein Film. Ich wollte auch erst hinterherlaufen, aber ich habe auch irgendwie, weil die ja da alles wussten, was ich jobmäßig gemacht hatte, hatte ich auch irgendwie Angst, dass die noch mehr drauf haben. Weil wenn du jetzt zum Beispiel dieses, das spürst, was ich beim Hai gespürt habe, ja, dass das ein wirklicher Hai ist in der Ostsee, da hast du doch Schiss. Ja, na klar. Und ich hatte in dem Moment echt ein bisschen Schiss, weil ich wusste nicht, was können die noch, wenn sie alles über mich wissen. Ja. Weil was haben die für Fähigkeiten? Das ist eigentlich die Angst, die ich da hatte.
Oh Gott, ich habe Angst, wenn ich nach Hause gehe und ich sehe sowas. Wie bitte? Jetzt habe ich Angst, wenn ich nach Hause gehe. Ich hoffe nicht, nein. Also ich denke, man braucht keine Angst haben. Aber ich habe auch gesagt jetzt zu meiner Frau, ich möchte auch diesen telepathischen Kontakt ausstellen. Also wenn die jetzt telepathisch Kontakt aufnehmen wollen, weil sie geben einem vor, man sagt so, ich habe auch gelesen, sie geben teilweise ein paar Tage vorher irgendwie ein Zeichen, dass sie auf einen Zug kommen. Mhm. Und da hatte ich so auch ein Erlebnis, dass jetzt ein Bekannter immer wieder aufgetaucht ist an verschiedenen Orten und ich sagte zu meiner Frau, das kann nicht angehen, der sieht immer gleich aus. Hm. Und da hatte ich schon meiner Frau gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Hm. Und dann habe ich meine Frau gefragt, siehst du das Graffiti da hinten, siehst du die Figur? Hm. Also ich habe meine Frau gefragt, siehst du ihn? Und meine Frau hat diesenjenigen, diesen Bekannten gesehen und hat es bestätigt. Das heißt, das war einfach eine Abfrage, ob noch alles gut ist mit mir. Hm. Verstehst du? Ja, ja. Und mit mir war alles gut, weil meine Frau konnte ja bestätigen, ja, das ist dieser Bekannte. Hm. Dann sage ich, ja, der ist jetzt auf einmal hier in Hamburg, der war vorhin da. Hm. Und der sah genauso aus. Und das hat mich schon so ein bisschen vorgewarnt. Also ich glaube, dass die Auswärtigen Indikator benutzen, praktisch um einen vorzubereiten, dass sie um die Ecke kommen. Okay. Und das finde ich sehr interessant, weil ich habe jetzt gesagt, ich stelle diesen Indikator ab und was ist? Ich sehe diesen Bekannten auf einmal an einer Tankstelle in Hamburg, an einem Ort, wo ich das gar nicht erwartet hätte. Und dann sage ich zu meiner Frau, guck mal, da ist er wieder. Und sie bestätigt das, ja, das ist der, den wir letztens auch gesehen hatten. Mhm. Und er sah genauso aus. Also sie kommen mit irgendwas, was sie telepathisch eingeben wohl in den Menschen rein. Mhm. Obwohl der Mensch das nicht möchte. Und ich habe jetzt gesagt, ich möchte eigentlich diese Verbindung, telepathische Verbindung, weil ich weiß ja, Telepathie gibt es ja. Darüber habe ich viel gelesen und auch mich viel damit beschäftigt. Und man sagt ja auch, dass man mit Tieren, wenn man ja zum Beispiel, ich habe ja immer Hunde gehabt, mit denen kann man ja auch telepathisch irgendwie arbeiten. Mhm. Ne? Dass man was denkt, dann kommt der Hund, kriegt ein Leckerli. So. Ja. Und das hat auch der Hundetrainer damals bestätigt. Mhm. Und dieser Indikator, der kam immer wieder. Ich habe jetzt gesagt zu meiner Frau, ich habe es ausgestellt, aber es funktioniert nicht. Hm. Also das ist schon das, wo ich selber sage, da habe ich auch ein bisschen Respekt. Es funktioniert nicht, wenn man diesen Kanal, mit dem sie einen kontaktieren, diesen telepathischen, auf diesen telepathischen Wege, den kannst du nicht ausstellen, Jens. Mhm. Ich bin gespannt, was sich Seitz mit sich bringt, sagen wir mal so. Ja, also, dann habe ich noch nachgelesen im Internet, dass nur Menschen, die telepathisch zugänglich sind, also dass die an praktisch, sagen wir mal so, ich habe vorher auch nicht so dran geglaubt, dass es Aliens gibt. Ja, an UFOs ja eher, aber dass da was rumfliegt, ja. Aber ja, dass die nun auf der Erde sind, unter uns, daran habe ich nicht geglaubt. Nee, also ich. Und deswegen habe ich jetzt auch die Serie gemacht, Aliens in Hamburg, zusammen mit Kater Carlo Produktion, schöne Grüße Felix, und mit dem Dr. Frank Stein, der mir hilft, einfach in der Serie abzuchecken, was geht auf YouTube, ob wir Aliens finden oder nicht. Gut, wir müssen jetzt mal doch ein bisschen zu Ende jetzt kommen hier. Aber sehr interessant, was du da so alles so drüber erzählt hast. Uns jetzt mal. Ich habe dich gar nicht zu Wort kommen lassen, so richtig. Hm. Aber du warst auch, ich habe gemerkt, du bist richtig gespannt, also beim Zuhören. Also du warst schon gespannt, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich konnte es mir nicht so vorstellen. Übrigens, liebe Hörer, Halbzeit. Ich muss ich muss immer hier sagen, Halbzeit um 20 Uhr, deswegen. Ach so, dann wünsche ich erstmal, sind wir noch drauf? Ja. Also, wünsche ich erstmal dir ein frohes Neues. Ja. Aber ganz kurz. Und dann Sunset City, ein frohes Neues und dass ihr viele Sendungen macht. Ich werde öfters reinhören jetzt. Schön. Und gibt es einen Mitschnitt eigentlich von dieser Sendung? Da verhandeln wir später, okay? Okay, super, verhandeln wir später. Ja. Lieber Jens und allen Hörern ein frohes Neues. Ganz, ganz vom kurz. Vom Musikproduzenten aus Hamburg, Sören Schnabel. Genau, ganz kurz. Ich spiele jetzt von dir noch ein Lied und zwar Shake Your Body. Vom letzten Jahr. Vielen herzlichen Dank. Vom letzten Jahr. Hast du das selbst geschrieben alles? Ja, Shake Your Body ist, das sollte eigentlich ein Cover zum Rihanna-Song werden. Okay. Aber ich habe das nicht ganz geschafft, dann habe ich gedacht, der lief auch in den Discos, also der war in der Disco-Promotion und beim Plattenmann, glaube ich, da kann man auch sowas machen und da lief der wirklich in den Top 100 der deutschen DJ-Charts. Cool. Shake Your Body. Cool, dann hören wir ihn jetzt mal und ich wünsche euch in Hamburg auch alles Liebe, alles Gute, toi 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 und dass die Aliens in friedlicher Absicht zu uns kommen. Ich hoffe es und ich
gehe davon, ich sag mal, ich kann es nur hoffen, aber ich gehe davon aus, nur sind sie uns wahnsinnig überlegen. Genau. Und das dann, müssen wir wissen. Lieber Jens, in diesem Sinne. Genau, und wenn dein Titel hier laufen ist, hören wir mal gleich hinterher. Wenn du schon damit Kontakt hattest, kannst du noch Urlaub im All machen mit der Gruppe Himmelblau. Darauf bin ich sehr gespannt. Okay, in dem Sinne, schönen Abend, schöne Nacht und man hört und sieht sich, ne? Alles klar, tschüssi. Okay, tschüss. The way you move, the sexy things you do. I love the way you are, I like your sexy smile. Oh, I love you, lady. Oh, I want you sexy, baby. I love the way you move, the sexy things you do. I love the way you are, I like your sexy smile. On the ground, just shake your body to the sound. We're gonna make a party on the disco floor. We're gonna make